Ja, moin zusammen. Eine Runde Satisfactory. Ja, gestern gab es keine Folge, denn ich musste mich entscheiden. Ich kann ja immer nur entweder aufnehmen oder im Off spielen. Ja, und nachdem sich gestern was rausgestellt hat, habe ich gesagt, okay, jetzt nutze ich mal die Zeit, das im Off einigermaßen zu beheben, weil sonst seht ihr nämlich in den Folgen immer wieder dasselbe. So, das sind übrigens Bauzüge hier. Ich zeige euch mal. Warte mal, wir gehen mal hier zurück. Ich habe gerade Material geholt, beziehungsweise auch schon wieder verbaut, deswegen ist der eine fast leer. So, die Folge heute, die kommt ja wieder etwas später, also nicht um 13 Uhr, weil ich muss die jetzt noch dann rendern und hochladen. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe das ja schon mal gesagt, da ich kein YouTube-Partner bin. Also YouTube braucht ewig in 3 Tage, bis ich den besseren Codec bekomme. Ne? Das heißt, wenn ihr das ziemlich kurz nach dem Hochladen schaut, dann ist es nur dieser weiß der Geier was Codec und dann ist die Bildqualität ein bisschen schlecht. Das ist erst später ein bisschen besser, aber naja, okay. So, warum habe ich gestern keine Folge gebracht bzw. aufgenommen? Ich wollte ja diese Dinger hier fertig machen. Hier, die da, ne? Und da kommt dann irgendwann hier so ein Vorbau. Ja, der SmartMod, der ist zwar da, der SmartMod kann aber bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Kollision aufheben. Und die ganzen Dinge gingen ja nicht dran zu bauen, weil es eine Kollision gab mit den Energiegeneratoren. Ja, zum Beispiel hier, da fehlt's, ne? Und zwar, wenn es da oben dann geht, dann hier unten nicht, weil der vielleicht hier irgendwie, da hängt sie hier, wo nichts ist, ne, gibt es eine Kollision, kriege ich die Wand nicht hin. Und die würden nicht klippen, nichts, das würde auch ohne Probleme gehen, wenn der SmartMod die Kollision aufheben könnte, was er in der alten Version ja konnte, in der neuen kann das aktuell nicht. So habe ich bei denen, wo er das hier wenigstens sieht, diese ganzen Generatoren wieder abbauen müssen und wieder hinsetzen müssen und verschieben müssen. Und das muss ich jetzt, das ist dann irgendwas, was ich mir auffällig mache. Guck, da hinten ist keine Wände, da oben fehlen Generatoren, ja, abgerissen, damit ich die da hinkriege und so weiter und so fort. Und habe aber auf jeden Fall diese Rohren dahin gemacht. Bis mir das Material das ging hier, also nicht jetzt die, sondern auch da hinten, hier die in der Mitte. Ja, das war auch wieder ein Akt, weil da ging es dann wieder irgendwann nicht. Hier, die hängen da jetzt auch. Kann man das da sehen? Ja, ist genau das Pfosten. Dann gehen wir halt hier durch. Wozu habe ich das Ding? Genau. Gehen wir halt hier durch, sag ich. Machen wir das mal gerade so. Flupp. Und das ist dann hier immer die Verbindung, die weitergeht zum nächsten. Ja, normalerweise, das Zeugs kommt hier von da oben runtergefallen, wenn man so will, hat ja Fallhöhe. Und ich weiß aber nicht, ob es aushält, also habe ich mal vorsichtshalber Pumpen hingemacht, das ist jetzt egal. Was wir jetzt in dieser Folge machen, wir holen uns diesen Kram hierher. So, mal die andere, wir haben ja eigentlich noch viel zu bauen, und zwar nicht nur das, was dann noch aufwendig wird, wenn es irgendwann fertig ist. Es fehlen ja die ganzen, warum wir das machen, Liftteile. Die Energieversorgung ist ja zu schwach. Und da würden nämlich die Produktionsanlagen auch der alten Liftteile wieder anlaufen. Hier seht ihr das. Ja. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was da schwankt. Das können eigentlich nur diese, nicht da hier, Produktion, das hier, da sind wir. Das können eigentlich nur die einzigen, die nicht auf 100% laufen, immer noch in Update 4, das sind ja die Geothermie-Kraftwerke. Aber das schwankt manchmal zu stark, so viel haben wir, glaube ich, nicht. Aber egal, wir holen jetzt dieses Zeugs. Ich habe wieder Material geholt. Habe mal die Kaffeetasse in der Hand, damit das Inventar voller kriege. Jetzt wird hier auch lustig. Es sind halt solche Sachen, die wollte ich halt machen, weil der SmartWorld die Kollision aufheben kann, was er aktuell nicht kann, ne? Das ist ja das geil gemacht, ne? Warte mal. Wir brauchen 2 Rohre hier drin. Scheiße. Noch Beton? Ach, Beton habe ich nicht dabei. Ja gut, das machen wir gleich. Wieso ist denn der Beton nicht dabei? Ist er davon? Brauchen wir für Rohre aber nicht. So, wir gucken jetzt mal da hoch. Nee. Das da. Übrigens habe ich festgestellt, da scheint es noch einen Bug zu geben, dass auch wenn die Wasserpumpen nicht laufen, auch keine Animation haben, also wenn sie aus sind, so wie jetzt, die dreht sich ja nicht. Alle nicht. Ja? Dass hier manchmal, je nachdem, wie das Spiel Lust hat, trotzdem das Geräusch von sich geben, dass sie laufen würden. Hört man jetzt auch, glaube ich, ne? Und manchmal sogar ziemlich laut, obwohl sie es nicht tun und die Dinger hier voll sind. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Achso, wenn wir wieder hier ein Loch durch den Fußboden machen. Strom? Hast du keinen Strom? Doch, hast du, ne? Komm. Hier. Aber gerade. Ach, Mann. Was ist denn da drin? Bettung bestimmt.
Ja klar, was schmeiße ich denn jetzt mal raus, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen? Gut, ich habe ein paar von diesen Generatoren da hinten abgemacht, deswegen sind die ganzen Motoren da drin. Naja, egal. Vollkommen, das müssen wir jetzt hier umtüdeln. Kommt das Zeug eigentlich raus? Hier. Und dann? Hier. Das ist auf dieser Seite. Da ist es. Und du? Auch auf dieser Seite. Der will ich ja nicht. Wieder da wieder. Also machen wir das so nach Adam Riese. Man könnte jetzt natürlich. Ja, komm, wir gehen da hier. Machen das mal so. Mist. Ja. So. Hier lassen wir das enden, zwecks wegen der Optik. Und wir machen es hier lang. Erstmal. Ziehen wir mal da hoch. Das ist ja in der höchsten Stufe. Jetzt laufen die kurzfristig an, weil sich das da füllen muss. Wenn wir jetzt hier. Das ist hier. Und endet da. Jetzt kann man natürlich machen. Wie ist denn die Kollision von diesem Ding hier? Krieg ich das? Krieg ich. Und zwar so, pass auf. Eins, zwei. Da schneidet es noch drüber. Da. Was denn jetzt? Ach, Bettung. Warte mal. ja. Aber dann noch. so. Der ist in dem Zug da hinten. Jetzt gehen wir hier. Der ist hier drei hoch. Warte, die mache ich gleich wieder weg. Pass auf. Eins, zwei, drei. Dann hat das, ist das Ding ja da oben drüber. So. So. Da machen wir normale hin. So. Und jetzt. Hier. Müsste das ja dann eigentlich so. So gehen. Und so. Ja, die Pumpen schaffen es ja noch. Definitiv. So. Dann machen wir das so. Ist schon wieder ein Licht an. Warte mal. Da dürfte jetzt eigentlich keine Kollision kommen, wenn ich das so mache. Wo sind denn die? Die müssten eigentlich hier bei der Logistik sein. So. So. Genau. Und dann kommen die auch weg. Dann machen wir die Logistik dahin. Zielen soll die auch, ne? Ist ja daneben. Warte mal. Machen das mal so. So und so. So sollte das funktionieren. Dann haben wir hier 2. Das ist 2x600. Ja, das ist 2x600. Das ist hier daneben. Das ist richtig. Das soll auch so. Und dann machen wir das links und das. Jetzt müssen wir wohl wissen, wie viel Platz man da unten hat. Eigentlich hier rein. Nehmen wir mal das da dran. Was ist denn, wenn man das so. Na? Was ist denn, wenn man das. Warte mal, das kann man auch da drauf kippen. Wie viel Platz ist denn da? So viel. Und dich kann man da drauf kippen. So viel. Müsste aber. Muss ich hier noch welche wegmachen, damit man da. Mann, Mann, Mann.
Muss man mal gucken. Nehmen wir mal den hier. So, pass auf. So, der ist da. Standard nicht. Vertikal muss der sein. Der ist hier. 1, 2. So. Und so. Und den lassen wir aber in dieser Höhe. Oder machen wir den hier eins runter? So, dass dann daneben dann... Oh, ach so. Ja, genau. Das ist genau diese Höhe von so einer Querstrebe, die das jetzt da ist. Das triggert dann schon wieder. Das kriegen wir schon hin. Warte mal. Machen wir den halt mal hier. Da hat er gar nicht in derselben Höhe. Da müssen wir es anders machen. Da müssen wir es so machen. Der ist auf 3 hoch. So. Ich meine, warum nicht, ne? So. Ist eigentlich was drin? Ja. So. Und dann gehen wir hier. Und dann bist du da. 1, 2. Ne, aber der ist... Ja, genau, der muss neben dran 1. Der ist hier. 1, 2, 3 hoch. Bist du noch vertikal? Alles safe. So. Ne? Und jetzt heißt es wieder... Ah, Autosave, warte. Kann ich mich eigentlich jetzt schon wieder was frei, dass ich meine das mal da weglegen kann? Ne. Dann gehen wir halt hier mal runter. Und gucken uns die ganze Schose mal von hier unten an. Hier müsste ja überall Strom sein, sonst hat der Strom nicht ausfallen. Wo ist denn der Kram? Hier ist er irgendwo. Das ist natürlich jetzt richtig Mist, weil je mehr ich davon wegmache, desto weniger kann ich sitzen. Und ich habe da im Discord mal gefragt von dem SmartMod-Hersteller, Programmierer, wann er dann die Kollision macht. Ich bin da nämlich spät drin. Ich habe gesagt, gebe ich dir mal ein paar Euro für seine Arbeit. Er hat 250.000 Downloads. Ja, so. Scheiße. Ist das Rohr im Weg? Von wo kommt denn das da unten? Ist das im Weg? Lass mal gerade gucken. Snappt der eigentlich? Habe ich eigentlich diese? Ja, habe ich. So, dann gehen wir mal hier. Nach unten. Wo ist das Ding? Da. Das ist natürlich blöd gemacht hier, ne? Wehe, dieser Stromanschluss zieht jetzt darum. Boden zu steil. Der ist nicht zu steil. Der ist nur verkehrt rum. Richtig? Ja. Okay, dann gehen wir mal runter. Ich habe übrigens wieder vergessen, wie viel von diesen Abständen das Ding machen kann. Das sehen wir nämlich gleich. Mann, Mann, Mann. Kann es mal bitte Tag werden? So, komm her. Da machen wir hier nochmal einen hin. Der Boden ist nicht so steil. Wenn ich euch das sage, dann ist der... Ist verkehrt rum. Warte mal, der muss, wie rum muss denn der jetzt eigentlich, dass ich den kippen kann? So, ne? Nee. Der muss so und ist dann aber... Ach genau. Machen wir es doch gleich hier hin. Sondergeiz ohne Rohr. So. Und... Dann ziehen wir das jetzt nochmal da unten hin. Ich ziehe halt das eine hier mal durch. So, dass man... Das zweite ist dann wieder so ein Off-Ding. Ja, was zum Glück haben die Dinger nicht so eine Kollision. Jo, jetzt müssen wir hier unten mal gucken. Schwimmen wir hier mal raus. Raus. Danke. Stehen. Stehen Sie bitte. Kein Anschluss. Kein Anschluss. Das sind diese zwei. Die nehmen wir jetzt auch. Den und den. Das eine kommt hier an, das andere da. Dann nehmen wir den, den wir jetzt hier runtergezogen haben. Den. Äh.
Mach mal hier hin. Wo ist das Ding? Geh weg. So, der ist hier. Den falsch gemacht? Nee, ne? Der hat eins zu weit hinten gesnappt, kann das sein? Lass mal gucken. Sieht so aus. Wir machen den hier hin. Dann will mal gucken, wie wir es hier machen. So natürlich nicht. So haut er den dann wahrscheinlich. Das sieht aber wirklich aus wie Kraut und Rüben, ne? Das ist der. Passt aber noch. Geht nicht so groß durch das Rohr da durch. So, dann bist du das und das. Dann sollte doch das Geschüssel hier ankommen, ne? Da ist es auch schon. Licht aus. Hier. Ja. So. Dann können die da oben, weil eins haben wir ja. Dann können die hier, so, und dann gehen wir hier lang. Das ist der, und dann endet der hier. Da. So. Der endet hier, dann endet der, dann gehen wir doch hier. Zwei Stück, dann da rein. Wo ist denn das Problem? Komm. Welcher von denen ist es denn? Nochmal. Hallo? Da muss der, den machen wir hier nochmal. Ach, da ist ein Stromkabel dran. Lass ich jetzt nicht fliegen. Du bist der Linke. Ist der da? Dann gehen wir mit dem hier lang. Nein, da lang. Warte mal, der müsste so gehen. Kann das sein? Nee, natürlich. Eins zu weit. Machen wir so. Machen den weg. So. Flop. Jo. Übrigens, habe ich eigentlich gesagt, dass im letzten Coffee Stain Video, nee, Video war es ja, Zukunft von Satisfactory. Auf jeden Fall ist eine Frage darin geklärt worden, was die letzte Mal, in einer der letzten Folgen habe ich ja gesagt, wie läuft's, was meint ihr mit Holidays, weil im Englischen ist ja Holiday Weihnachten. Und dann hat er nochmal im Video, wenn man so will, bestätigt, Update 5 hat er es genannt, also nicht irgendwie 4.5, sondern 5, aber das kann sich ja immer ändern, wenn es wieder zu lange dauert. Mit Holiday Season, also sie hoffen es Ende des Jahres zu bringen und damit ist es klar, dass sie die englische Bezeichnung dafür gemeint haben. Holiday Season, das heißt, bevor die anfängt, bevor die in Weihnachtsurlaub gehen, Update 5. Ja, so, wir machen mal hier. So natürlich nicht. Machen wir mal so. Wenn der und der andere, kriegt man da noch so ein Ding hin. Ja, müssen wir anders da machen. Ist egal. So, der, da ist schon wieder ein Strom. Dann gehen wir hier. Gott, hey. Hier, den machen wir jetzt noch dran und dann mache ich einen Cut, dass wir das hier hinkriegen. In welcher Höhe muss denn das Ding sein? Hier in der muss das Ding sein. Wie kriegen wir denn das andere da rein? Das sehen wir dann auch. Sag mal her. Jo. So. Dann kommst du hier hin. 1, 2. Das müsste eigentlich so gehen. Dann kommst du da rum. Nein. Warum? Wieso tue ich mich dann bei diesen Stützen immer verzählen? Das ist mir schleierhaft. Nur weiß ich nicht, wie ich das andere Rohr da kriegen soll. Und das jetzt hier wieder. Ah, okay. Der ist da. Warte mal. Nee. Ja, dann so. So. Gib mal das Rohr. Ich ziehe das jetzt mal bis da hinten. Erstmal hier. Warte mal. Ist ja gut, dass... Ah, bis hier. Hier ist Ende. Das heißt, hier müssen wir es mal aufmachen.
Okay, das kriegen wir hin. So, das kriegen wir hin. Wir tun dann den ersten definitiv heute noch mal kurz in Betrieb nehmen. Wir haben ja eigentlich für einmal 600 eigentlich genug Öl genommen. Ich weiß es nämlich nicht. Jetzt machen wir das nämlich so. Hier. Obwohl das Ding da eigentlich an der Wand hängen muss, ne? Ja, das ist natürlich... Auch wenn man hier nichts sieht, ne? Hier unten haben wir eigentlich Platz. Ja. Ich hänge den jetzt mal dahin. Das ist halt hier... Da wird der Aushilfsarbeiter hingesetzt, hingestellt. Nichts Negatives hier. Der macht dann hier was sauber. So, hoch. Ah, ich sehe jetzt die... Da ist die Wartungsluke. Machen wir es so. Jetzt ist da natürlich auch offen. Und da kommt dann hier die Kollisionsabfrage. Dann geht die wieder nicht. Ich hoffe, dass der das endlich mal macht. Dass man die Kollisionsabfrage da wieder hinkriegt. Na? Von More Factory. Das nämlich, das ist ja eigentlich die, die ich will. Die Kollisionsabfrage. Da habe ich mich eingebaut. Ne? Die Kollisionsabfrage. Machen wir halt hier mal auf. Ist da ein Stromkabel dran. Dass ich die nicht will. Das muss dieses Ding... Achso, hier haben wir ja jede Menge Zement. Das muss ja weg hier. Wie viel habe ich denn hier drin? Kann ich das jetzt abreißen, ohne dass ich... Da ist... Okay. Toller Kreis. So. Den Strommast lassen wir da aber nochmal. Sonst ist es ein bisschen blöd. So. Machen den hier weg. Da gibt es vielleicht eine längere Folge heute. So. Ja. Ja, hier, ne? Das muss so... Das ging leider nicht anders, weil... Das Ding hier, glaube ich, sonst eine ungültige Form hat. Das testen wir jetzt. Oder? Sollte aber eigentlich. Da geht sogar noch eins weiter vorne hin. Nee, tut er nicht. Ich habe R gedrückt. Ja. Okay, dann machen wir es mal so und so und. Ja. Sieht da irgendwas? Ja, will er nicht, ne? Das ist, manchmal scheint auch irgend... Manchmal sieht man auch übrigens diese Anzeige. Machen wir es halt so. So. Was hast du eigentlich hier noch? Die ist voll übertaktet. Ja, das ist nämlich die, die nur 60 macht. Deswegen hat die jetzt 150, weil die mit 250% übertaktet ist. So, jetzt machen wir hier noch gerade eine Vorbereitung für das Ding. Machen den das eine Rohr hier hin und das andere... Toll. Dann reißen wir hier auch nochmal auf. Ja. Und das andere... Das andere, das heißt ich, das andere. Scheiße. Da unten hin. Irgendwie. Hier muss ich sowieso so ein Mittelding hinmachen. Bist du lang genug? Sag mal her. Dann kriegen wir. Wieso fliegt denn der? Habe ich einen Strommast abgemacht? Das Rohr ist zu lang. Könnte ich jetzt wieder sagen. Nee, sag ich nicht. So. So. Das zweite da Langfriemel. Das ist jetzt... Wir nehmen aber halt heute jetzt dieses Ding in Betrieb. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. So. Flupp. Genau. Halt. Wie hoch ist denn der? Der ist so. Passt ja. So. Und jetzt... Machen wir den so hin. Halt sichtbar. Ne? Da ist das Zeug. So, jetzt hier. Da können wir ja jetzt hier zum Glück. Hier. Flip. Ne? Und. Boah.
Der hat, ja genau, einer dieser Bugs ist, der behält sich die Einstellung nicht. Ich will nicht das Rezept kopieren, ich will ein Auto-Hold haben. So. Okay, nochmal. Ja, beim Auto-Hold könnt ihr nämlich dann so hier gucken. Wie soll ich meinen? So. Hier ist übrigens, da gehen die Dinger rein, ne? Hier. Habt ihr das eben gesehen? Die kann ich da reinsetzen. Das weiß ich hier. Guck mal. Ja. Hier hat er aber nicht genügend Freiraum. Also da hat er dann wieder keinen Kollisionsding. So, dann gehst du jetzt da unten rein. Wir müssen... Wie machen wir denn als erstes? Das war schon wieder über Kreuz, ne? Fuck, ey. Der linke ist nämlich für unten, der rechte ist für geradeaus. Ja, das kann man dann ja noch ändern. Wir nehmen ja das eine erstmal in Betrieb. So, dann machen wir das hier. Ich brauche das halt, wird das halt ein Stück höher. Und zwar, das ist halt hier unheimlich hoch. Ja. Hier. Das ist ziemlich hoch. Und ich will ja, wir machen das dann halt, wir ändern das Rohr dann ab. Keine Panik. So. Machen wir das mal so. Wie kriege ich, ich will denn jetzt hier und vertikal kriegst du, Mist. Das ist nicht der Unterschied, der Höhenunterschied ist nicht hoch genug, dass der hier so eine Dings reinmacht. So eine, wisst ihr, von unten. Ja, wenn man das so macht. Scheiße. So, warte mal. Gehen wir mal hier hin. Oh, hier ist Wasser. Wasser. Hier ist der Strom zu Ende. Wieso ist hier eigentlich der Strom zu Ende? Jetzt nicht mehr. So. Jetzt. Ja, okay, dann machen wir das jetzt so. Pass auf. So, hier ist der Anzug, ja. Hier ist der Strommast. Den machen wir jetzt so natürlich nicht. Den machen wir so nicht. Den machen wir. Dieser Strommast kommt hier unten drin lang. Das machen wir jetzt auch. So, wo hat denn das Ding hier gesnappt? Achso, das hat eben gar nicht so ausgesehen. Ich habe gedacht, das ist in einem Rohr dran gesnappt. Da können wir jetzt mal hier die Kiste wegmachen. Zack, Plastik war da drin. So, das ist jetzt da. Wo ist es denn? Hä? Weiter. Orientierung verloren. Hier. Das kommt da unten, ne? Ich habe sie außen an der Wand lang gemacht, da hoch. Jetzt müssen wir mal gerade mal gucken, wie wir das hier am blödesten machen. Oder aber wir machen es hier ganz, nee, dann sieht man die da, nee, die gehen hier schon hoch. Es ist das ein Zehner, dann heißt das aber, wenn man den jetzt da dran macht, als Beispiel. Ja, das ist ein Zehner. Das geht zwar so, sieht dann aus wie ein Bierzelt, aber das geht dann halt bei dem einen mal um das Rohr drumherum. Jetzt können wir das natürlich, komm mal her. Du bist auch angeschlossen. Na? Haben wir hier noch der eine. Wie sieht denn das aus, wenn das da dran gemacht wird? Der da. Genau, dran vorbei. Okay. So. Rot ist, weil da ist kein Zeugs da. Die Pumpe ist angeschlossen. So, Achtung jetzt. Da ist ja der Kram. So, Achtung. Präsentation, sage ich schon. Wie heißt's? Finale? Nee, Finale ist es ja nicht. Huch. Finale ist es ja nicht. Sondern das andere mache ich dann. Das will ich den Deckel zu. So, das andere mache ich ja dann halt eben off. So, jetzt ist er eigentlich. Hoffentlich habe ich das richtig angeschlossen. Gibt da was? Da habe ich den falschen angeschlossen.
Das ist den falschen angeschlossen. Na ja. Da keinen angeschlossen? Doch, hier. Läuft's doch an. Hier, zack. Der ist rot. Ja, weil das Zeug, das da rein muss. Okay, zwei. Der dritte. Was ist denn eigentlich hier mit dem Grafikfehler? Was ist denn das hier? Soll das so? Es funktioniert aber. Lass mal gucken, da ist ja drin, ja. Wir machen ja jetzt zu wenig von dem Kram eigentlich, ne? Aber ich muss ja erstmal füllen, das sind ja 600 Rohre. Zu wenig von dem Kram, weil wir nicht genug Öl haben. Das füllt sich aber. Dürfst du auch, du willst nicht wirklich, ne? Drei, doch jetzt. Läuft an. Rein von der Physik her müsste es aber hier, dürfte es jetzt hier aber kein Problem geben. Ne? Flup. Wie viel fließt denn da durch? Auf jeden Fall voll, das Ding. Da müsst ihr aber eigentlich da reindrücken. Vielleicht dauert es halt nur ein Stück. So, ah, alles klar. Jetzt läuft der an, jetzt läuft der an. Die brauchen wir ziemlich lange, ne? Laut wird es jetzt wieder. Ist halt so. So, jetzt kommt er dann wahrscheinlich auch. Ist der höchste, ne? Ja, bis es... Okay, jetzt dampft es hier, aber wir haben ja hier Luftzirkulation. Treibstoff. Kommt. Das dürfte hier kein Problem sein. Definitiv nicht. Muss ich halt nur füllen. Und aktuell machen wir nur, also für die fünf machen wir definitiv genug Öl, Treibstoff. Wieso? Zeigt er jetzt hier eine Effizienz von 0% an? Soll das nicht auf 100 stehen? Ja. Ist aber alles angeschlossen. Der hat ja da auch 12,9 Giga gezeigt. So, das wird zugemacht. Das Roma, das war jetzt im Off. Ich muss jetzt die Folge rendern und hochladen. Ja, Production, zack. Der schwankt um 500. Was ist denn 500? 250. Was hat denn 500? Oder 2 mal 250? Das ist ja immer so viel. Müssen wir nochmal rausfinden, was das ist. Auf jeden Fall laufen die Dinger und es qualmt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann habe ich auch das zweite Rohr angeschlossen. Rohre verlegen. Ja. Bis dann. Ciao.